Let's Play Divinity Original Sin 2. Geile Schmeilo. Wir retten Hunde. Für die Continuity habe ich übrigens den gleichen Pulli an wie gestern. Ivan startet damit, ja, wenn man sich. Ivan hatten wir beim letzten Playthrough einfach mal getötet. Stimmt, der ist. Ja, der ist. Der hatte doch nur so eine, der hat doch so eine Kutte an und sieht aus wie so ein Battlemönch irgendwie, ne? Ja, wir wussten überhaupt nicht, was das ist. Und dann hat er uns blöd angemacht und gesagt, hey, hey, nicht mit uns. So, der will jetzt halt lieber sterben. Please, don't hurt me. Hm, was machen wir jetzt mit dem? Ja, kannst du ihn nicht überzeugen, dass ihm keine Gefahr droht? Eine Mütze. Franz? Weiß ich nicht, kann man hier Skeletor, kann man mit ihm reden. A dog is quietly. Please, don't. But I might hurt you. A low growl. Das ist ein Freis. The dog stuff. Nee, das Problem ist, er will nicht befreit werden, weil sie ihn verändert haben. Also, keine Ahnung, was passiert. Wir können ihn halt umbringen. Er will sterben. Also, er hat Todeswunsch. Oh, hier ist ein kunstvoller Kriegsschlüssel. Tummy hurts. Lucky find. Ich kann es halt trotzdem mal aufmachen. Ich kann gucken, was passiert, soll ich? Ja, mach mal. You let me so. Free. What if I'm dangerous? What if I hurt somebody? What if I hurt you? Was haben die Magister ihm angetan? Frag mal. So, was haben die Magister ihm angetan? Sie haben mir Menschenfleisch gegeben, wahrscheinlich von Leuten, die mit der Macht umgehen konnten. From people. I didn't want to eat it. But they do something to it that makes it irresistible. Even you, the one who saved me, I can picture sinking my teeth into you, ripping the flesh apart, swallowing it down. Wir können zurück, gehen, klar. I'm scared. I'm not myself anymore. I have these cravings. I can't be trusted. A low growl. The dog starts to salivate and lick his chops. His eyes. This is awful. Please, just put me down. All right, I'll do it. Skeletor wieder. I won't be killing any innocents today. Das bist du, Weichling. This is not justice. Birdie does not deserve to die. Oh geil, ich bin halt ein Zwerg, guck mal. Der geht mir mindestens bis zur Hüfte so. Und ich, der die kleiner Hund. So, die Magister habe ich angetan, kleiner Hund. Man kann es wieder rückgängig machen. Ihr werdet nicht durch meine Hand sterben. Oh, das wäre das Mitfühlendste. Wir beenden sein Leid. Schließ die Augen, kleiner Hund. No, no, no! Okay, ich habe viel Stärke. Ich überrede ihn, okay? Hast du wirklich viel Stärke? Ja. Über 20 mittlerweile. Geschafft. Let's start again. 1400 EP, easy. Cool, das ist jetzt unser Freund. Tschüss, Singer. Ey, dann geh ruhig, ne? NPchen. Danke für alles, bra. Brr. Birra. Nice. Sollen wir. Willst du mal kurz kommen? Ich warte hier auf dich. Good find. Was hast du gefunden? Ein Legendary Item, die Armbrust. Oh, nicey. Die ist vielleicht was für unseren Schrotten. Ne? Schmeißt du sie lieber weg, oder? Mhm. Verkauf, genau. Oh. Du hast ja schon einen Bogen die ganze Zeit unbenutzt da rumliegen. Wieso sollst du immer jetzt noch die Arme immer so Hunde für auskriegen? Bietest du mir immer den zu benutzen? Nee. Sagst du immer, nimm lieber die Dolche. Und die ist 420 wert. Er fordert Finesse 11, das hast du sowieso nicht. Alter, ich hab so viel Finesse. Lass mal richtig gucken. Krass, wir haben das jetzt alles gewaltlos gemacht hier. Richtig cool. Und auch ziemlich gut EP bekommen. Letztes Mal haben wir die Hunde alle töten müssen. Leider. Leider. Da konnten wir nichts machen. Oh, hier. Da haben sie es mitgemacht. Wenn man die Drudane, diese Pflanze, die der Typ geschmuggelt hat, ins Essen tut, schmeckt alles geil. Warte mal, hier ist ein Hebel. Vater, tot im Elfenland, eine dramatische Nacherzählung wahrer Begebenheit. Franz! Was ist da? Franz, hier ist ein Hebel! Warte mal, ich habe hier noch ein Tagebuch von diesem Schelm. Das ist von unserem Quetzt. Moment, das Tagebuch, hier. Protokollbuch. Magister Geraldine Redder. Lucien übernimmt die Führung in Richtung des Landes der Elfen. Lucien und Damian streiten sich. Es gibt keinen Frieden zwischen Vater und Sohn. Hatte keine Ahnung vom Todesnebel. Alles ist tot. Alles. Schwarzer Ring. Auch Lucien. Oh, Schwarzer Ring, das sind diese Söldner, ne? Von denen haben wir auch viele getötet. Auch den Chef, das weiß ich noch. Kehr nach Arx zurück. Wir haben wohl gewonnen. Die Leute dachten, die Niederlage des Schwarzen Rings würde endlich Frieden bringen. Aber dann begann die Leerentwachten.
leer erwachten aufzuwachen. Wer erlachten? Alles gewaltlos gemacht. Die Blutlache im Nebenraum sagt was anderes. Ja. Ja gut, also das ist so wie, wenn kann Spuren von Fleisch enthalten. So, kann Spuren von Gewalt ja. enthalten. Also bis 20% Fleisch ist es vegan. Ja. Fast, ja. Ja, also bis, genau. bis 20% getötet gilt es als gewaltlos. Verstehst du, ja. wie ich meine? Ja, das sehe ich auch so. Was haben wir denn hier noch für eine Quetzel? Zum Kerker und zum Noel. Wo bist denn du? Wo bist du denn, Würstchen Peter? Was machst du denn hier? Ach, da ist noch eine Heere Lille. Kannst du hier einmal zu mir kommen? Da wollen wir die Heere Lille noch grätschen? Was ist das? I found something. Was hast du gefunden? Oh, ein Hebel. Ein Schalter. Wollen wir erst den leeren Lille töten? Komm. Soll ich mal dran ziehen? Nein, lass das in die Lille töten. Warte mal, erstmal muss der Zwerg mit dem reden, damit der andere ihn von hinten bumsen kann. Nee, der hat keiner. Ich kann den bumsen. Okay, ich würde mitmachen. Warte. Wir müssen auch ein bisschen aus dem Weg. Also. Hast du keinen Single-Target-Spell? So geht's. Okay. 3, 2, 1, go! Du hast das Eichhörnchen verkrübelt! Verkrübelt? Da hab ich den Daniel drauf. Es geht ihm ganz schlecht. Oh ne, es geht ihm gut, es ist nur langsam geworden. Das ist natürlich ärgerlich. Schnell, weil ich dich treffe. Haben Sie Fragen gehabt? Ach, hier ist noch einer. Hallo, Johnny. A tiny lace worm. Die hat auch keine physical armor. Warte. Wer reitet sich für die Nacht und wird, das ist das Pferd, und dann als Rind. Warte mal, das macht ein bisschen. Okay. 3, 2, 1, go! Oh, der Blut ist ganz schön. Alter! Was? Was ist los mit ihm? Brennen durch magische Rüstung. Dann schweich mal ab und dann drück nochmal den Knüppel hier. Richtig mal den Knüppel drücken. Drüppel knippen? Ich hab mich hingeguckt. Das ist aber eine riesen Falltür. 800 EP! Oh. Hier ist die uralte Passage. So, ich habe eine Idee, wer da durch könnte. Ein Uralter? Also entweder haben wir jetzt einen Feuerspell oder ich schicke da halt gerade mal John Boy Mac John Boy Son durch, der findet das geil, nämlich. Nee, ihr nicht. Deswegen, ich habe ihn auseinandergezogen. Es hat sogar das Kling-Kling-Kling-Kling gemacht, aber. Die sind ja noch nicht auseinander, gar nicht. Nee, ich hab. Ich glaube, du hast den oben runtergezogen und den unter den anderen gehängt. Looks like this place has been sealed for a century or two. Alter, hier sind die Seelgefäße, das ist Melkmoors Seelengefäß. Easy Stein. Das andere ist was? Von wem? Das andere ist von. Oh. Es gibt mehrere. Here lies Withermore, the noxious. Here lies Withermore, the sage. Wie hieß er? Marcus Rex. Here lies Withermore, the cold-hearted. Here lies Withermore, the yellow-bellied. Here lies Withermore, the supplicant. Also hier gibt's mehrere Withermores. Oh nein, das ist ja eine absolute Vollkatastrophe schon wieder. Hat sich jemand gemerkt, wie er wirklich heißt? Steht das im Quest-Logo? Oh, was ist das hier? Ist das ein Teleporter? Das ist ein Teleporter? Ich weiß nicht mehr, Entschuldigung. Aber witzig, dass wir das gefunden haben. Hast du die Truhe leer gemacht? Ist noch was drin? Hast du sie nicht gesehen? Hä? Neben der Statue steht eine riesen geile Truhe. Didn't you see? Oh. Ah! Nee, die war da eben noch nicht, als ich hier oben war. Oh, beschleunigen ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das für den Mage noch einfach mal im Pedal zu haben, ne?
Ja, welcher ist es wohl? Oh, guck mal, hier lies Withermore, the sage. Hey, Grab the Reaper, grüß dich. Sage? Polierte Glätze. Withermore, the noxious. So this is your place, Brakkus. Noxious? No, obnoxious. Wie hieß er denn? Es gibt den Weisen auch noch. Warte mal, wir können ja mal... Ich hab geguckt. Das oh, da steht nichts zu unserem richtigen Namen. Wir sollen das Gefäß zerstören. Aber warte mal, guck mal, wenn wir sein Seelengefäß zerstören. Also. Ja. Soll ich das hier einfach mal angrabbeln? Das erste? Ja, du hast ja gespeichert, ne? Here lies Withermore, the Noxious. Ew, ew! Okay, kaputt. Guck mal, wir haben Stinko McStinkson und seine Brüder gefunden. Aua. Wie viele gibt's denn von denen? Drei? Das ist der dritte. Hier oben, Junge. Hier oben drauf! Boah, ich muss einmal Pipi, ne? Schaffst du den Kampf noch? Ja, den Kampf schaff ich noch. Ach, ich hab schon wieder vergessen, einen Timer zu drücken. Ich bin der dümmste Frosch. Oh Mann, ey. Ich bin der dümmste Frosch von Snacksico, lass mich. Scheiße. Du bist nicht mehr der richtige Muschel. Ich bin nicht hinter ihn gekommen, weil er ein Pellokrater ist. Ist ein Pellokrater? Ja. Fuck, ist doof. Der Teufel trinkt Brater. Der Teufel trinkt Braten. Er hat keine physische Rüstung mehr. Oh Gott, jetzt kommt der Kleinmeister. Alter Brudi, ey, der muss mich doch erkennen. Hat er den verkröffelt? Du hast doch eine Tonne auf dem Köpfchen. I yield to none. Ich yield to none. Ja, genau! Verfehl einfach das liegende Skelett, du Trötengesicht! Ja, der hat auch wenig Fleisch an sich. Oh. Wie, Moment. Wow. Man kann Hühnerkralle auf Feinde machen? Das habe ich übrigens noch gelesen. Hühnerkralle ist ein Skill, den jeder Charakter haben sollte. Weil damit kannst du dich oder andere in Hühner verwandeln. Das heißt, du kannst Aggro entfernen von dir oder halt einfach mal einen gruseligen Gruselgegner rausnehmen. Ja, aber also das ist zum Beispiel so ein Skill, der mir so absolut nicht zusagt, ne? So, den finde ich halt albern. Weiß ich mal? Nee. Guck mal, das Huhn hat sogar auch noch diesen Ring um. Kannst du bitte alles umbringen, was jetzt kommt? Geiles Skelett hat einen Bart und ein Loch im Kopf. Das hat einen Kochenblock. So, erstmal ein bisschen Regen machen hier. So, ne? Isst du am liebsten mit deinen Mägen oder mit dem Rachen? Mägen, Rachen? Kann ich den hier... Ey, mein Huhn! Du hast meinen Huhn verlangsamt. Ach, dein Huhn ist auch noch dabei. Du hast meinem Huhn schlimme Dinge angetan. Soll ich hinter ihn gehen und ihm mal ein bisschen klatschen? Ja, mach mal. Ah, ich habe aber quasi keine... Du hast Adrenalin. Das habe ich schon benutzt eben. Achso, nicht? Habe ich nicht? Warum würde ich das nicht benutzen? Ich weiß es nicht. Hast du auf jeden Fall nicht. Ja, genau, gib mir noch. Du auch noch vielleicht? Ja, das ist nur, wenn man sich aus dem Dings heraus entfernt. Jetzt habe ich vier, das heißt, ich kann zweimal hacken. Das ist ziemlich gut, ne? Hack, hack, hack. Und. Hack, hack, hack. Was jetzt? Ach, er ist dran. Er ist dran. Ich dachte, es wäre jetzt einfach nur ein Dreist. Ey! Aua! Alter, mein Huhn! Aua, aua! Es ist fast tot! Ja, das hat sie eben in so ein Erdbeben reingestellt. Weder greift das Huhn an. Nein, oh, er ist ein Chamäleon. Chamäleon. Schön,
Kann man eigentlich, wenn man sich wieder tarnt, kann man sich dann regenerieren? Ich weiß. Er ist ja wieder da. Ich dachte, er hat sich unsichtbar gemacht. Was ist los mit ihm? Ja, du kannst dich aussuchen. Kannst 57 Damage machen oder 66. Oder 82 mit Magie. Oder durchs Öl laufen. Ein Huhn namens Bestie. Das ist ein Spencer-Tank-Pistol. Ja. Ich will den Hühner-Spencer. So, Wuckel! Das hat leider die magische Rüstung gefressen von ihm hier, ne? Nein! Ich hab gedacht, das geht auf physische. Oh, ich hätte die unteren beiden checken können. That was a blunder. What? What? Oh, kann man ihre Rüstung reflektieren ein bisschen. Bin ein bisschen krank. Können wir darüber reden? Du? Wer du? Hey, ja. Kannst du mal aus dem Huhn da rauskommen? Nee. Kannst du nicht hinter ihn steppen? Ich kann hinter ihn steppen. Oh, ich bin... Ach, du bist verkräutet? Jemand hat mich verwickelt. Und nein, du bist... Das ist Friendly Fire? Ich okay. Teleportiere den Typen auf seinen Kumpel, ist das ja. Okay? Aber am besten mit der Rüstung. Oder auf den Mittelrüstung. Oh, das ist noch ein Passierschlag ab. Will er wieder zu mir, oder was? Du Penner! Das hey, war, du bist wieder da! Das war unverschämt, oder? Au, au, au! Achso, das ist zum Glück. Ich dachte, das wäre ich. Ich wäre jetzt schon tot. Verwesendes Skelett. Du kannst dich auch heilen, ne? Ich schaff mich leckig, ey. Ich hab dich eben geheilt. Ja, ich weiß. Du kannst die heilen, um sie zu töten. Achso, du wolltest sagen, dass du keine... Was wäre denn noch geil? Was habe ich lange nicht gesehen? So eine Giga-Eule? Ja. Da steckt ein Zwerghuhn! Ne, mal für Sextail. Ey! Alter, Vater, ey. Das war aber ganz schön. Da, warte mal! Da! Da! Oh, shit, ja. Oh, stimmt, das haben wir letztes Mal ganz viel gemacht, weil wir so harte Kämpfe hatten, dass wir uns einfach jedes Mal so freuen mussten. Alter, was ist los? Bist du eine Crit-Maschine oder was? Bist du eine Crit-Maschine? Du? Au. Oh, vielleicht ist hier, ne? Au. Wie gesagt, noch kann ich den tot jumpen? Nee. Den kann ich aber hier tot kriegen. Ich kann mich zwar nicht bewegen, aber ich kann hinter ihn springen. Und wenn ihr den anderen gleich tot kriegt, ah, der ist aber dran. Tötet er mich wohl? Das wäre jetzt interessant zu wissen. Der da? Der da. Der ist nach dem. Der ist dran. Tötet, wenn dann, der ist doch an mich gebunden gerade. Ja. Der muss erstmal mir vorbei. Ich kann mich immer noch nicht. Plus 2 AP doch dazu. Ah, hier. Ich kann mich einfach hinlegen. Ja, das ist gut. Ich find's geil, dass der kaputt wrecken wollt. Das macht's ganz einfach komischer. Ist halt auch geil. Es passt aber auch gut zum Shirken, ne? Ja. Ich hab noch mega viele Punkte, aber ich kann noch mal zu. Ich hätte ihm noch einen Dolch geben können. Ey! So, du kleiner Sau, Peter. Auf dir, ne? Bin ich gerade gegen die Wand gedasht? Ja, ne? Und durch Living Armor kriegen wir halt bei jedem Heal noch Schild damit zu. Ne? Und Steel. Guck mal, du hast. Oh, du kannst ihn so lang machen. Du hast einen Adrenalin, ne? Also, ich muss mal aufpassen, dass. Ich hab. So, auf jeden Fall. Vier. Ja, ich kann. Doch, ich mach mal 4 normale Attacken. Eins. Also 3 weiter. Okay, dann will ich nochmal eine super Attacke machen. Meet your maker. Da steht er wieder. Habt ihr ja auch nicht Geschenke für uns? Hui! Dicke Handschuhe. Oh, ich hab doch eben auch noch was gefunden. Irgendwas hab ich doch gefunden, was wir noch nicht hatten. Glaube so.
Die hatten noch irgendeinen. Was hat sie denn für Handschuhe? Zwei physische Rüstungen. Hast du die Handschuhe jetzt genommen? Wie geht das? Nee, wir sind noch blutige Kettenhandschuhe. Dann war es 4-3. Ich hab noch Griffs Lederhemd, aber ich brauche nicht. Bis jetzt. 3-2. Kannst du mal Frau Henry fragen, wann sie Hunger hat und was sie, ob ihr euch einigen könnt, was ihr essen wollt? Ich hab jetzt schon Hunger. Also, ich kenne mich in einer Stunde, da hätte ich Hunger. Ach, die dicke Armbrust, die ich nicht haben durfte! Ja. So ein Schwein, ey. Ach nee, die hat Fan schon. Ups, sorry. Alter, hat er mir leider gegeben gehabt. Ist auch schon ganz geil. So, alle leer. Frage ist, was passiert, wenn ich jetzt hier das nächste zerstöre? Kommen da wohl wieder Bösies? Ich mach mal erstmal das Licht an. Das ist übrigens geil bei Eis. Da bin ich letztes Mal so ausgerastet, weil wenn ich jetzt hier langlaufe... Flutsch! Hör mal das nicht. Das war einfach mega lange. YOLO! Flutsch! YOLO-Action! Flutsch! Geht wieder. So, was machst du? Wen habe ich jetzt beschworen? Oh Gott, was ist, wer seid ihr denn? Ich habe vorher gespeichert. Scharfsichtiger Wächter. Pyromantenwächter und Kryomantenwächter. Upsi dupsi. Ne, jetzt komme ich an den nicht dran, oder was? Warte mal, kann ich jemanden noch einen super Sprung? Mit einem super Sprung kann ich hochspringen und dann kann ich den packen. Das ist natürlich Jord. Wenn ich hier hinspringe, dann kann ich den nämlich packen. Jetzt bin ich auch noch beschleunigt. Dann packe ich den hier von hinten. Dann mache ich noch die Alarmsituation-Thematik. Jetzt habe ich 4, dann kann er noch zweimal gesickt kriegen. Ach komm, verfehlt. Und er hat es ganz gut gesorgt gekriegt. Marci sich wohl freut oder sehr freut? Wenn er gleich wiederkommt und alle sind. Den könnte ich jetzt da wegholen. Den kleinen Mix. Wieso komme ich doch nicht an? Aber bedeutet das, dass die auch an mich nicht rankommen? Wie weit geht dein Teleporter fern? Was ist los? Hat sie Hunger? Nee. Ich telefoniert gerade, aber ich hatte gerade ein kleines Erlebnis mit Henry. Ja? Ja, ich bin, als ich aus der Toilette kam, kam er knurrend auf mich zugerannt. Hat dann aber zwischendrin gemerkt, dass er mich dann doch schon kennt. Und war sie peinlich? Ihm war es peinlich. Ist dann an mir vorbei, Richtung Tür. Und hat dann an einem Schuh gerochen. Das ist so geil. Das kennen die wirklich. So wirklich, also die. Manchmal, Henry ist auch eine riesengroße Übersprungshandlung, ne? Das ist sie weh. Also man sieht, dass es ihm peinlich ist. Oder kommt so. Er schratzt, er zieht an mir vorbei Richtung Tür. Oder so, oh, ein Schuh. Ja. Aha. Gut, dass das überprüft wurde. Ich habe hier eventuell was angestellt. Guck mal, hilf mir mal bitte. Hilf mir mal verstehen. Das hier ist mein Range für Teleportation. Wo muss ich mich hinstellen, damit ich den Geier da runterholen kann? Muss ich ein bisschen nach links? Sehe ich den dann? Oder näher ran oder weiter weg? Was sagst du? Was, wenn ich hier hingehe, sehe ich ihn dann? Oder? Das haben wir letztes Mal auch nicht gemacht, ne? Was? Die Quest? Ja. Ich kann mich da auch nicht dran erinnern. Nein, nein, auf keinen Fall. Wir waren ja gar nicht da drin in der Höhle unten. Alter. Jetzt geht's. Ziel ist. Ah, doch, ich kann ihn hier hinholen. Ja, dann schmeiße ich ihn dir mal vor die Füße. Ja, warte mal, oder auf seinen Mate.
Ah ne, der Mail ist hier zwischen uns am besten. Hier. Ich kann nicht nur bis hier. Ja, passt. Ja, den hier oben, den habe ich kurz gesolot bisher. Oh. Ich bin hochgesprungen, hinter ihn geportet und dann noch Adrenalin und zwei Attacken. Und ich habe einmal gemisst. Also wäre er wahrscheinlich schon tot einfach. Ja, ich überlege, ob ich das mit dem Bogen vielleicht einfach lasse und den auf 100% Nahkampf-Bumser mache. Ja, das mit dem Todstellen ist schon witzig, ne? Ja, ist cool. Wobei ich halt nicht weiß, ob man später vielleicht den Fernkampf noch braucht, ne? Ach, Quatsch. Aber bisher hat es eigentlich auch keinen Unterschied gemacht. Die Builds sind so gebaut, dass es eigentlich egal ist. Ja. Also ich bin immer noch dran. Oder laufe ich jetzt einfach vor dem weg? Guck mal, ich. Ah, shit, da komme ich nicht hinter. Das ist ärgerlich. Wenn ich mich hier direkt runterstelle, kann er nicht auf mich casten, oder? Nee. Oh, wer bist du? Den hab ich nicht gesehen. Du bist schockiert. Absolut schockiert. Also richtig geile Skills sind sie jetzt auch noch nicht, ne? Ich meine, wir haben gegen die gekämpft hier. Irgendwie erinnere ich mich an, aber ich meine, die Dungeons sehen auch alle so relativ gleich aus. Sie brauchen auf jeden Fall noch einen. Er hat leider den Shit rum. Okay, cool. Wow! Das ist erstmal richtig abregnen, ey. Immer mehr. Als mich aber betäubt, ey. Okay, jetzt macht er erstmal nichts oder was? Gucken, guckst du ein bisschen oder was? Ah, du musst kurz überlegen. Wow. Au, au! Die haben ihn umgebracht. Das ist korrekt. Es schallte Eis, ey. Ich wusste auch nicht, ob ich. Biest ist warm. Und die geben aber ordentlich, ne? Vielleicht Feuer machen sollen, ne? Life Leech! Ja, du bist mal eben betäubt. Die haben auch alle Elemente dabei gerade, ne? Die verarschen, Mann. Ich kann ihn versteinern. Oder ihn weiter am Boden halten. Das ist gar nicht schlecht, oder? Ne, nur steht er einfach wieder auf. Okay, cool. Also es läuft nicht optimal, das kann ich dir schon mal sagen. Cool, alle noch geblendet und 16 Damage. Der Spell ist jetzt nicht der schlechteste, ne? Du bist übrigens fast tot. Bist du vergiftet? Weil sonst. Ja, du bist dreifach vergiftet. Ne, drei Runden bist du vergiftet. Aber wenn du läufst, ne? Stack das dann nochmal und du stirbst direkt. Quiff, quiff. Quaff, quaff. Krass, haben die um den Schurken einfach mal eben umgenuscht, ne? Alter, ich habe auch geblendet, ne? Aber wir wissen es auf jeden Fall jetzt, wenn wir die Flasche kaputt machen, haben wir einfach die Quest beendet. Ja. Die waren in der Flasche oben. Hier kam nur irgendwie ein Damage raus. Oh oh. Die Dead. Ich glaube, ich muss vielleicht mal laden, ne? Hm. Ich muss dringend wiederbeleben lernen, ne? Ja, lad mal. Guck mal. Ach, das ist ein Autosave, ich dachte schon. Ich dachte, das ist eine richtig gute Situation für ein Save, ne?
wo sie gerade da rauskommen. Wir looten 10-mal. Deppen. Nur Deppen, Deppen, It's dangerous to go alone, jerkwad. So, jetzt kann ich hier. You sense a great whirl of energy within the jar. From its depths, a faint voice howls. This must be the container that holds Lord Withermore's soul. Withermore held his end of the bargain. We should hold ours. Oh, wir können sie behalten? Was bringt uns das Ding? Bestimmt irgendwann später im Game. Hey, habt ihr zufällig so ein Gefäß mit einer Seele drin? Ja, sicher. Das haben wir behalten vor dem Ahnenherrn Welkmoor. Ja, komm. Withermore. Ich würde ihn jetzt retten. Klar, natürlich. Du bist auch dran. Achso. It would be cruel to keep a mouse. Das ist auch wieder die Breakfast Quest. Okay. Ja, die kann uns mal. Die haben wir letztes Mal schon nicht gemacht, weil die immer arschig ist. Wir sind halt keine schlechten. Ich kann keine schlechten Leute spielen, ne? Ich kann's einfach nicht. Wir haben den Speer schon entfernt und er hat uns bei der Flucht geholfen. Ich würde sagen, damit wäre alles erledigt. The jar smashes to smithereens on the floor. But he's safe now. Es war. Here lies Withermore, the supplicant. Der Bittsteller war's. Ja, was machen wir mit den Archibärens? Ich würde sagen, also zwei erscheinen hier. Einer erscheint hier und einer erscheint hier. Oben, die sind alle oben, oder nicht? Ja, hier sind zwei, da ist einer. Hier sind zwei, wo ich stehe, ne? Mhm. Und die, dann nuken wir die der Reihe nach raus, oder was? Ja, oben bei dem Typen sollte auch einer stehen. Am besten deinen Schurke wieder. Stell den einfach mal hier oben schon mal hin. Withermore's Girdle. Ah, okay, wir hätten ihn von ihm pickpocketen können. Der Körper verschwindet aber, nachdem wir das Ding zerstört haben. Naja, nicht schlimm. Whatever. Whatever, so. Was haben wir probieren? Wolltest du den Stufen hier rechts oben hinstellen zu dem? Ich dachte, wir töten erstmal die beiden möglichst schnell zusammen. Ja, das ist schon mal gut. Naja. Na, wir werden einmal Damage. Gott sei Dank macht der auch keinen Schaden. Latsche ich dahinter oder springe ich ihn an? Latsch hinter. Den Springen brauchst du wahrscheinlich gleich noch. Ja, ich muss auch die Todesstöße öfter machen. 3 und 2 kann ich machen. Oder ich stelle mich tot. Aber du kannst ja gleich zu dem da oben hinspringen mit deinem Supersprung. Ja. Wow. Okay, das ging. Ja, dann mach den jetzt schnell tot. Oder kannst du was mit den beiden machen? Nee. Ja, 27. Der, aber der hat noch Magierüstung, ne? Charmanzer. Wirklich schlecht. Und. Sie braucht auch noch diese ganzen Kämpfer-Skills, diese Standards, oder? Sie braucht noch einen Taunt und so. Ach, Ette. Das soll aber viel gekostet, hoffe ich, oder? Die Treppe runterklettern? Der hat 11 normale Rüstung. Okay, so was kann ich machen. Nee, das bringt nichts. Ja, aber ich kann, dann spare ich mir den Weg, weißt du? Ja. Hinlaufen kostet 4. Oder ich teleportiere jemanden. Soll ich den hier mal. Kriege ich den hier runter? Ja! Ja, einfach auf den. Auf ihn hier unten drauf, oder? Ich würde fast sagen, hier oben, wo wir drei sind. Da komme ich nicht drücken. Also ja. Ich kann ihn hier zwischenwerfen. Ja, passt. Ja? Ja, alles gut. Ich kann aber jetzt keinen Scheiß machen, ne? Ja.
das Spiel ist so gut. Also man kann auch die Flasche mitnehmen, damit zu Withermore gehen. Der bittet einen dann, die Flasche kaputt zu machen. Dann sagt man, nö, mach ich nicht. Dann fängt ein Kampf an. Und den Kampf kann man instant beenden, indem man die Flasche aus dem Inventar holt und kaputt macht. Wie weit sind diese Quests durchdacht? Das ist ja wohl mega. Fuck. Das finde ich ziemlich cool. Das Spiel ist so krass, ne? Vor allen Dingen, wir haben jetzt Stunden mit einer Sache verbracht, die wir im ersten Durchgang noch nicht mal gesehen haben. Wenn wir von wussten, dass es die gibt, das ist lächerlich. Ich stürme den jetzt einfach mal an, sonst kann ich nichts machen. Beziehungsweise, was kostet es mich, ihn anzugreifen? 4 AP, ne, dann kann ich auch einfach hingehen. Hachenschlag! Oh oh, seid ihr beide eingefroren? Jetzt sind wir aber vergiftet. Toll. Der einzige. Oh, soll ich den einfach totstechen? Ja, ne? Ja. Und dann, du hast AP dazu bekommen. Ah, wegen Hinrichten. Ey, das ist so ein geiler Skeleton-Shirt, ne? Ah, wieso komme ich nicht hinter dich? Was soll der Scheiß? Dahinter ist doch. Hinter dem ist kein Platz. Da ist doch Platz. Das ist doch. Kannst du nicht springen? So, hier kann ich hin. Das geht doch, oder? Ja. Cool, mein anderer richtiger Move geht natürlich nicht. Soll ich mich da mal kurz totstellen? Hast du denn? Oh, ich kann mich unsichtbar machen. Wenig HP? Ja, mach mal. Also ich meine, wäre natürlich. Die Frage, ob wir auch ein bisschen Damage soaken könnten. Mega gut, Marginal. Nach dem Kampf muss ich die mit dem Folge ein bisschen nehmen. It's lousy time. Und 4 gegen 3 jetzt. Habe ich die Schilde hochgenommen? Ey, darf ich auch mal irgendwas machen? Einfach mal verfehlt, aber den ganzen Boden und das rumgestellt. Was ist denn hier? Darf ich auch mal irgendwas machen? Bist du dabei, oder? Ah, er hat keine physische Rüstung mehr. Ich war einfach... Ich hab ausgesetzt. Treffe ich ihn jetzt, oder nicht? Nee, ne? Was denn? Ich glaube nicht, ne? Kannst du nur einen Schritt gehen? Ich kann ihn nicht. Das geht auch nicht! Okay, cool. Bist du blind? Nur noch den einen. Ich hatte einen Sport. Gelegenheitsangriff ist einfach mega, ne? Okay, noch mehr Regen. Cool, es regnet halt schon. Hast du das nicht gesehen, du Dummskelett? Dieses Dummskelett. Hier, der Typ hier, der kriegt's aber nicht hin. Der hat irgendwie ein bisschen langsam in der Birne. Der hat eben auch schon ewig gebraucht, bis er sich überlegt hat, mit dem Zauberstab zu schießen. Macht er das jetzt wieder? Nee? Doch, brauchst du das nicht mehr. Wie beim parkischen Manzer. Du bist dran. Ich bin mal dran. Nice, ich freue mich so sehr. Der Park. Geschirrmanzer. Ist ihn umgeklatscht? Ich hab ihn umgeklatscht. Das ist gut. Tschüss, Inga. Ja, der kann so gut klappen. Bin ich nicht mehr unsichtbar? Das hat meine Unsichtbarkeit weggemacht. Komisch. Soll ich hinter sie springen? Oder hinter ihn? Nee, das geht nicht. Dann springe ich hinter sie, oder? Ja. Fang ich mal an, sie ein bisschen zu behaken. Kannst du nur drauf an ihr rumrödeln, ne? Der macht deine zweite Waffe so viel weniger Schaden?
Ich glaube, das gibt einen Malus. Einfach immer auf die zweite Attacke. Oder? Ich glaube, die ist einfach so schlecht. Ah, okay, die macht 9 bis 11 und die macht 6 bis 7. Ja. Withermore! Withermore! Oh, der hat noch ganz viel Leben, ne? Dafür, dass er da drin ist. Verrührung der Beulen jetzt. Können sie noch heilen, ne? Just see. Jetzt treffe ich ihn immer, ne? Ja. Ja, siehst du, der wird dann so hellrot. Ja. CC ist so unfassbar wichtig in diesem Spiel, ne? Nee, der ist leider zu weit weg. Für meine Waffe reicht es aber für sonst nichts. Also was passiert eigentlich, wenn du so einen richtigen, so einen Vampirhunger hast? Oh. Okay, ich mach mal. Wir haben ja 15 Quick-Save-Slots. Das wäre früher auch echt Luxus gewesen, ne? Verkrüppelt! Oh, ich hab mich verkrüppelt. Was heißt denn verkrüppelt? Verkrüppelt. Der Charakter ist verkrüppelt. Wird durch Bewegungstempo minus 100%. Ausweichen minus 30%, das ist ziemlich, ziemlich nice, möchte ich sagen. Magische Rüstung, ja, ne? Guck mal, das hier wird von keiner Rüstung abgehalten, ne? Okay. Das ist reiner Damage, ey, das ist richtig krass. Aber der... Ich könnte nur noch ein bisschen Leben ziehen, oder? Sagst du? Ich kann auch doch mal. Holy shit, heilt das, ey. Oh, hier ist auch schon. Ja, ja, die Lose. Die Lose. Franz, was ist denn mit der guten? Von drüben. Die beiden telefonieren. Meinst du, die schon fertig? Ich hab schon ein bisschen Hunger jetzt. Viele Turnieren? Ja, ja, ja. So, guck mal, um den zu klatschi gibt's 3 AP. Und wenn ich dem hier eingebe, kostet auch 3 AP. Der hat 76. Oh, die ist dann. Oh, hier, die kann auch einfach ein Pfeilchen abkriegen, ne? Gut. Oh, das war nice. Ach, schade. Schlock. Er braucht noch irgendwas, was 1 kostet. Ich könnte mal auf meine Armbrust wechseln. Das ist deine Spezialfähigkeit, oder? Das war aber letztes Mal auch schon so, ne? Dass du die mit wenig hast stehen lassen? Ja. I'll yield to none. Ist schon wieder niedergeschlagen? Ja. CC, das ist die Spezialität dieser Klasse. Ja? Ja, CC halt ohne Ende. So eine CC-Fliege? Yep. So, gib ihm. Gib ihm Tight, ey. Bitte töte mich nicht kaum. Was? Das ging doch gegen? Erdschaden? Ja, es steht da nicht. Ja, ist schon fieslich. Es steht da einfach nicht. Kannst du schießen einfach? Aber es geht auch gegen magische Rüstung, ne? Ah, reicht. Da hab ich schon geguckt. Ja. Das reicht. Nee, das stand da wirklich nicht. Das muss man ihm lassen. Das ist eine Frechheit. Hey! Das ist eine Frechheit. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Das ist ein Shit. Da. Obwohl. Das ist ein Spell und Spells gehen immer gegen einen Schaden, oder? Ob der richtig Bock auf mich hat? Oh, da ist aber ein paar Pieken drin, ne? 3 haben gereicht.
3 haben gereicht einfach. Wir haben alle hier oben angemacht, ne? Ja. Malachi. Das ist schon alles weg, eine Lüge. Guck mal, hat sich doch gelohnt, hier mal längs zu gehen, oder? Yes. 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 Oh, ist hier oben noch was hier schon? Ja, ne? Uralte Passage. Ich hab, Feynman Handschuhe gegeben und ich weiß nicht, ob der schon besser hat. Hat die Teleprompter Handschuhe. 5-4 machen die. Hat 4-3. Und Telekinese geben die. Dann habe ich jetzt noch 4-3 Handschuhe. Boah, ich. Warte, 4-3. Doch, doch, brauche ich. Ivan hat's. YouTube-Bänder. Oh, danke, Drago. Danke, Drago! Können Sie beenden? Ach, die hat nach Finesse auch. LOL! Trafel! Ja, ist doch jetzt. Hier war das, wo du dachtest, dass noch ein Baus kommt, ne? Ja. Guck mal, da ist auch ein Questing. Was ist das für ein Questing? Zum Kerker des. Ich glaube, hier sind wir einfach, oder? Ne, da geht's noch weiter runter. Da kommen wir her. Ich schwöre. So, erstmal. Dies, das, Ananas. Und dann gehe ich kurz ins Pipiland und frage mal die Frau, was abgeht bei ihr, okay? Yikes. Joinkas. YouTube-Ende, sagt jemand. Yes, das ist das, was ich jetzt gerade meinte. Lieber YouTube-Cat! Mukbang von Magmuk! Grüß dich, du alles Raketenpferdchen. Was geht ab bei dir? Und nichtsdestoweniger machen wir jetzt erstmal.